Ich möchte dir jetzt zeigen, wie du dieses wunderschöne, luftige Häkelmuster arbeitest. Es heißt Fächergitter, weil du hier immer versetzt Fächer hast, die von einem Luftmaschengitter umgeben sind. Wie das geht, zeige ich dir gleich. Ich verwende zum Häkeln die Langgolf. Das ist ein wunderbares, schönes, glänzendes und weiches Baumwollgarn mit einer Lauflänge von 125 Metern auf 50 Gramm und wie du siehst, wirklich schön glänzend und die gibt es in ganz, ganz vielen wundervollen Farben und auch wirklich eine schöne Auswahl an Verlaufsgarn. Und ich benutze dazu meine Adi Olivenholz-Häkelnadel. Die hat einen Griff aus Olivenholz und der fasst sich wirklich super schön an, ist warm in der Hand und weich und ich bin ein großer Fan davon. Dieses Muster hat einen ziemlich großen Rapport, nämlich 10 Maschen beträgt ein Mustersatz. Das heißt, alle Stücke, die du damit machst, müssen natürlich genügend Maschen zur Verfügung haben. Wenn du nur 20 Maschen hast, dann hättest du nur 2 Fächer. Und das wäre ein bisschen schade. Das heißt, du solltest dir dafür auf jeden Fall ein recht großes Stück aussuchen, auf dem du dieses Muster arbeiten möchtest. Also 10 Maschen, Maschenrapport und du brauchst 2 Luftmaschen noch zusätzlich. Also 10 plus 2 ist der Rapport, damit es hier hinten auch symmetrisch wird. Und du siehst, die erste Reihe ist hier einfach nur eine Reihe fester Maschen. Und das habe ich auch schon mal vorbereitet. Ich habe mir hier schon meine Basisreihe sozusagen vorbereitet. Das heißt, ich habe alle meine Luftmaschen gehäkelt und habe darauf schon feste Maschen gehäkelt. Und das sind in dem Fall dann 32 feste Maschen. Ja, weil 10 Maschen. Das sind in dem Fall 32 feste Maschen, weil Maschenanzahl teilbar durch 10 macht 30 durch 10 ist 3 plus 2 Maschen, deswegen 32 Maschen. So, also hier meine festen Maschen sind schon da. Wenn du nicht weißt, wie du feste Maschen häkelst, dann schau dir den Grundkurs in meinem Kanal an. Da ist alles nochmal ganz eindeutig und ganz langsam gezeigt, wie du diese Grundmaschen arbeitest. So, ich beginne jetzt hier auf diese festen Maschen erstmal eine Reihe nur Luftmaschenbögen zu häkeln, damit ich da dann meine Fächer drauf häkeln kann. Und zwar den ersten Bogen, das ist quasi ein halber Bogen. Für den halben Bogen arbeite ich 3 Luftmaschen und 3 und übergehe dann 3 feste Maschen, das heißt 1, 2 und 3 feste Maschen. Und hier in die vierte feste Masche setze ich jetzt wieder eine feste Masche. Also 1, 2, 3 feste Maschen übergehen und in die vierte feste Masche eine feste Masche arbeiten, um diesen Luftmaschenbogen zu verankern. Und jetzt geht es über die ganze Reihe hinweg, dass ich immer Luftmaschenbögen von 5 Luftmaschen arbeite. 4, 5. Und unten dann 4 Maschen überspringe und in die fünfte Masche wieder eine feste Masche arbeite, um den Luftmaschenbogen zu verankern. Also 1, 2, 3, 4 auslassen. Und da ist die fünfte, in die muss ich rein. So, und das mache ich die ganze Reihe über hinweg. Also 5 Luftmaschen, 4, 5. Hier unten 1, 2, 3, 4 auslassen und in die fünfte Masche einen Luftmaschenbogen häkeln. Das arbeite ich jetzt mal bis zum Ende der Reihe. So, jetzt habe ich hier noch einen vollständigen Luftmaschenbogen gearbeitet. Und du siehst, hier am Ende sind, wenn ich sie aufziehe, noch 3 feste Maschen übrig. Und da hinten, die versteckt sich hier so ein bisschen, das ist meine Wendeluftmasche, das ist meine vierte Masche. Und auch hier arbeite ich einen halben Bogen, aber diesmal nicht mit 3 Luftmaschen, sondern nur mit 2.
denn ich arbeite hier hinten, was quasi meine dritte Luftmasche ist, die ich am Anfang gemacht habe, hier in den Bogen eine feste Masche hinein. Also von vorne ausgezählt in deine vierte Masche. Und die ist immer so ein bisschen widerspenstig. Das ist der widerspenstigen Zähmung, weil das ja die Wendeluftmasche ist und die macht sich manchmal so ungern auf. Aber wenn man einmal drin ist, dann hat man das auch geschafft und dann sieht das Ganze so aus. Und dann kann ich das umdrehen. Ja, also das ist meine Basisreihe, auf die jetzt in der nächsten Reihe meine Fächer gehäkelt werden. So, und ich beginne hier vorne mit einem halben Fächer, der sich in diesen halben Bogen hineinarbeitet. Und zwar muss ich hier glücklicherweise nicht darauf achten, dass ich in die Luftmaschen komme, denn wie du siehst, können sich hier diese Fächer, das sind breite Fächer, die können sich schön hin und her bewegen. So, das heißt, ich arbeite für meinen halben Fächer erstmal drei Wendeluftmaschen und dann arbeite ich zwei Stäbchen hier in diesen Zwischenraum hinein. Eins und zwei. So, damit ist mein halber Fächer vom Anfang fertig. Und jetzt siehst du hier, also ich bin hier an dieser Stelle und jetzt muss ich das Ganze wieder mit dem Gitter verbinden. Das heißt, ich arbeite hier auch wieder Luftmaschen und zwar sind das in dem Fall drei Stück. Eins, zwei und drei. Und dann setze ich eine feste Masche in die Mitte dieses Bogens. Jetzt kannst du die auch hier drunter setzen, wenn du möchtest. So, weil das machen wir ja mit den Fächermaschen auch. Dann kann es dir aber passieren, dass die nach rechts und nach links rutscht. Wenn du möchtest, dass dir diese feste Masche, deine Ankermasche, nicht verrutscht, dann musst du dir wirklich die mittlere Masche suchen. Das ist nämlich die dritte. Das ist, wenn ich von hier schaue, ist genau das die dritte Masche. Und dann stichst du deine Ankermasche, die feste Masche, genau in diese mittlere Luftmasche hinein. Und dann ist auch deine Kette und dein Gitter fest und rutscht nicht nach rechts und nach links. Dann arbeitest du wieder drei Luftmaschen. Und jetzt kommt ein vollständiger Fächer in den nächsten Bogen. Das heißt, ich arbeite insgesamt fünf Stäbchen einfach in den Bogen hinein. Und jetzt war ich natürlich ganz forsch und ganz schnell. Das heißt, ich mache meinen Umschlag für Stäbchen und gehe einfach wirklich hier in die Freifläche in den Bogen hinein. Da muss ich gar nicht so genau schauen, wo ich einsteche. Hol mir dann den Faden und arbeite mein Stäbchen ab. Also wirklich hier komplett drunter. Und dann meine fünf Stäbchen arbeiten. So. So, da sind schon die fünf. Und jetzt bin ich an dieser Stelle angekommen. Das heißt, ich muss meine Fächer wieder verankern. Und das mache ich genauso wie vorhin mit dem halben Fächer auch. Ich arbeite drei Luftmaschen. Und dann setze ich eine feste Masche hier, entweder wie du es magst, unter dem Bogen oder in die mittlere Luftmasche hinein. Ich bin ein großer Freund von der mittleren Luftmasche, weil sich es dann nicht verzieht. Aber das Muster lässt auf jeden Fall auch unter den Bogen zu. Danach, hast du gesehen, habe ich schon wieder drei Stäbchen gearbeitet und dann kommen jetzt wieder fünf ganze Stäbchen in den nächsten Bogen hinein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Und fünf. Und auch die verankere ich hier auf dem nächsten Bogen. Jetzt zwei, drei Luftmaschen dafür machen und eben die feste Masche in den Bogen. Wahlweise in die mittlere Luftmasche oder eben unter den Bogen, wie dir das am liebsten ist. Und jetzt auch wieder drei Luftmaschen. Ja,
Und hier ist mein letzter halber Bogen und in diesen letzten halben Bogen arbeite ich auch meine drei Stäbchen hinein. Und jetzt sieht das Muster vor, dass du die eben in diese drei Stäbchen hineinarbeitest, in den Luftmaschenbogen hier hineinarbeitest, aber dann kann sich das hier natürlich hinten auch wunderbar verrutschen und deswegen arbeite ich mein letztes Stäbchen genau hier in die oberste Luftmasche hinein. Da, das als kleiner Trick. Damit bekommst du nämlich hier einen schönen geraden Rand. Ja, ich habe ja hier vorne auch einen schönen geraden Rand, weil ich ja da aus der Masche herauskomme, um nach oben zu gehen. Und würde ich jetzt hier hinten, ich mache es mal anders, würde ich jetzt hier hinten auch nur einfach mit dem letzten Stäbchen in den Bogen reingehen, dann kann sich das natürlich immer nach außen und nach innen ziehen. Und dann ist der Rand, wenn du da noch was anhäkeln möchtest oder was anderes machen möchtest, eben nicht so schön gerade. Und deswegen empfehle ich dir hier an der Stelle wirklich in die oberste Masche, in die oberste der drei Luftmaschen zu gehen und dir dort das Stäbchen einzuhäkeln, denn dann hast du wirklich einen wunderbaren geraden Rand. So, damit ist auch die dritte Reihe schon geschafft. Die erste Reihe waren ja meine festen Maschen, die habe ich schon mal vorbereitet gehabt. Die zweite Reihe waren die Luftmaschenbögen und die dritte Reihe ist auch wieder eine Hinreihe. Das war die Reihe mit den Fächern. So, jetzt kommt die vierte Reihe. Und die vierte Reihe, auf der Rückreihe, arbeiten wir immer nur Luftmaschenbögen. Das bleibt auch weiterhin klar. Das heißt, du arbeitest immer auf der Hinreihe deine Fächer und auf der Rückreihe arbeitest du nur Luftmaschenbögen. Dafür muss ich jetzt hier vorne wieder einen halben Bogen arbeiten, nämlich über diesen. Ja? Und dafür mache ich genauso wie am Anfang auch. Drei Luftmaschen und arbeite die fünfte und arbeite dafür mache ich hier drei Luftmaschen und verankere dann meinen halben Bogen direkt hier neben, genau neben dem Fächer. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Luftmaschenbögen verankern. Genau neben dem Fächer geht die dann immer rein. Also ich verankere den genau neben dem Fächer und jetzt könnte ich auch wieder hier in die Luftmaschenkette reingehen. Das geht aber an der Stelle ganz gut, weil sich die nächsten Bögen da oben wieder vereinen. Das heißt, ich kann jetzt wirklich hier unter diesen Bogen gehen und mir dort eine feste Masche setzen. Da. Und dann weiterarbeiten. Und dann sind es wieder fünf feste Maschen. Jetzt zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt ist die Stelle mit den Luftmaschenbögen eigentlich sehr schön und sehr eindeutig, denn ich arbeite die immer hier vor und hinter meine Fächer. Das heißt, ich arbeite jetzt hier wirklich einfach nur in den Bogen eine feste Masche rein vor dem Fächer. Und dann mache ich wieder fünf Luftmaschen. Vier, fünf und arbeite danach hinter dem Fächer genau hier unten drunter in den Luftmaschenbogen hinein die nächste feste Masche. Das kann sich jetzt natürlich, siehst du, hier auch wieder hin und her bewegen. Das verankert sich eigentlich ganz gut durch die nächsten Fächer, die dann hier oben reingehäkelt werden. Also das Muster sieht vor, dass du es durchaus einfach in den Luftmaschenbogen häkeln kannst, damit es für dich leichter ist. Du kannst aber natürlich auch, wenn du möchtest, die 4, 5 Luftmaschen, deine Luftmaschen direkt hier hinten hinein verankern. Das mache ich hier auch mal in dem letzten Fächer, damit du mal wirklich den Unterschied nachher siehst, wenn ich die nächsten Reihen gehäkelt habe. Denn da wird der Unterschied erst deutlich. So, jetzt habe ich den Faden ausgelassen. So. 3, 4, 5.
Du kannst aber auch wirklich deine Ankermasche hier direkt in die letzte Luftmasche vor deinem Fächerstäbchen setzen und das damit natürlich an Ort und Stelle verankern. Das mache ich jetzt auch mal hier und ich mache es auch danach, weil das Ergebnis und den Unterschied sieht man erst in den Reihen danach. Dann behalten wir das hier an der Stelle auch mal bei. So, dort meine Ankermasche hinein und dann habe ich jetzt hier auch die letzten und dort verankere ich das auch gleich in der letzten Masche vor dem Fächer. 1, 2, 3, 4 und die fünfte fehlt noch und die verankere ich hier auch wirklich in der Masche vor dem Fächer. So, und jetzt kommt hier hinten auch wieder ein halber Bogen. Der halbe Bogen besteht aus zwei Luftmaschen und einer festen Masche hier hinten in die obere Luftmasche von deinem Ersatzstäbchen. So. So, damit ist auch schon die vierte Reihe wieder geschafft. Ich habe also Luftmaschenbögen überall drüber gehäkelt. Und jetzt kommt die fünfte Reihe und das ist wieder eine Hinreihe. Und ich arbeite meine nächste Hinreihe und ich versetze in dieser Hinreihe die Fächer. Das heißt, ich möchte jetzt meinen Fächer nicht in diesen Bogen setzen, sondern in diesen. Und dafür muss ich natürlich auch wieder nach oben kommen. Und das mache ich mit so einer Art Dreiviertelbogen. Also der ist nicht halb, sondern Dreiviertel. Das heißt, ich arbeite hier vier Luftmaschen. 2, 3 und 4. So. Und arbeite jetzt hier meine 5 Stäbchen in den nächstfolgenden Bogen und habe dadurch natürlich meine Fächer einmal versetzt. So, das heißt Umschlag und auch wieder direkt in den Bogen hinein meine 5 Stäbchen. Drei. Vier. Und 5, da sind meine 5 Stäbchen und danach arbeite ich auch wieder wie vorher auch 3 Luftmaschen und eine Ankermasche hier oben, wahlweise in den Luftmaschenbogen oder eben in, also unter den Luftmaschenbogen oder eben in die dritte Luftmasche. Ich mache es immer noch am liebsten in die dritte Luftmasche, dann kommen wieder 3 Luftmaschen. Und dann kommt mein nächster Fächer hier in diesen Bogen. Also auch wieder 5 Luftmaschen direkt in den Bogen häkeln. Ich mache das mal ein bisschen schneller. Und dann bin ich schon am Ende meiner Reihe von meinem Probestück angekommen. So, 2, 3, 4, 5 und ich muss hier auch wieder am Ende so eine Art Dreiviertelbogen machen. Dafür mache ich am Ende 3 Luftmaschen, 1, 2 und 3 und arbeite eine feste Masche in die erste Luftmasche, da. Da ist die erste Luftmasche, die ich vorhin gemacht habe, von meinem halben Bogen hier unten hinein kommt meine feste Masche. Da. Wenn ich dir das aufziehe, siehst du das noch ein bisschen besser. Also hier unten hinein habe ich die gearbeitet. Das waren vorhin, waren es 3 Luftmaschen und jetzt sind hier vorne noch 2 Luftmaschen übrig. Hier vorne sind noch 2 Luftmaschen übrig. Und da hinten ist die dritte Luftmasche und dort habe ich meine Masche eingesetzt. So, meine Reihe sieht jetzt also so aus, dass ich den Fächer einmal komplett versetzt habe. Und jetzt kommt hier das Gitter darüber. Das Gitter würde ich jetzt eigentlich mit einem Stäbchen beginnen. Da ich ja hier am Anfang aus der hohlen Hand kein Stäbchen machen kann, muss ich 3 Luftmaschen arbeiten als Ersatz für mein erstes Stäbchen. 2 und 3 und danach nochmal 2 Luftmaschen für den Bogen. 1, 2 und dann kommt wieder hier die feste Masche
direkt neben deinen Fächer in den Luftmaschenbogen unten drunter. So, und jetzt geht es weiter wie vorhin. Immer 5 Luftmaschen und eine feste Masche, jeweils einmal hinter den Fächer und einmal vor den Fächer. Und das mache ich auch mal. 2, 3, 4, 5. Vier, fünf vor den Fächer und 1, 2, 3, 4, 5 hinter den Fächer. Und 1, 2, 3, 4, 5 zum Vergleich nochmal. So wie ich es in der Reihe zuvor auch getan habe, hier in die letzte Luftmasche, da ist er, da ist mein erstes Stäbchen, das ist die letzte Luftmasche, in die letzte Luftmasche vor dem Fächer hinein und dann 5 Luftmaschen, 3, 4, 5 und die verankere ich auch nochmal hier in die letzte Luftmasche. Du kannst natürlich auch hier in den Boden gehen, ich möchte dir nur gerne den Unterschied zeigen. So, und am Ende arbeite ich noch 2 Luftmaschen, genauso wie am Anfang und dann eben jetzt ein Stäbchen und das setzt du hier, hier ist dein Bogen und du setzt es nicht oben in den Bogen, sondern unten in den Bogen in die erste Luftmasche, die du da vorhin gemacht hast. Das sind deine normalen Maschen und da ist die erste Luftmasche hier. Das ist die erste, die hier so nach oben kommt. Da. Dort geht mein Stäbchen hinein. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich auch die 6. Reihe fertig. So sieht das Ganze fertig aus. Und jetzt mal zum Unterschied zu den Maschen. Du siehst, hier können die sich so ein bisschen verziehen. Hier sind sie direkt verankert. Da kommen auf der linken Seite, ich lege es mal hin und gehe mal ein Stückchen näher dran. Du siehst, da kommen auf der linken Seite die Bögen insgesamt schon von ganz alleine ein bisschen plastischer raus als hier, wo ich das noch ein bisschen ziehen müsste. Das ist hier ein bisschen anders gesetzt, aber beides ist kein riesengroßer und gravierender Unterschied. Das heißt, beides funktioniert und beides kannst du natürlich machen, je nachdem, wie dir beliebt und je nachdem, wie es für dich auch am praktischsten ist. Ja, wenn es für dich schneller geht, unter den Bogen zu häkeln, dann mach das ruhig. Wenn es dir lieber ist, das rechts und links in die Luftmaschen zu setzen, dann kannst du das auch tun, denn in der Essenz ist das Ergebnis nicht großartig unterschiedlich. Ja? So, dieses Muster heißt also Fächergitter und es hat also Fächer, die jeweils versetzt zueinander sind und dazwischen besteht das Muster nur aus Luftmaschen. Der Höhenrapport von hier sind insgesamt 5 Reihen. Das heißt, wir haben jetzt zusammen einmal Reihe 1 bis Reihe 6 gehäkelt. Reihe 1 habe ich dir vorenthalten, weil du die festen Maschen schon kannst. Das heißt, ich habe Reihe 2 gehäkelt mit den Luftmaschenbögen, Reihe 3 mit den Fächern, Reihe 4 mit den Luftmaschenbögen, Reihe 5 mit den Fächern und Reihe 6 mit den Luftmaschenbögen. Und genau diese Reihen, also von die ich dir in diesem Video gezeigt habe, und genau diese Reihen, die ich dir in diesem Video gezeigt habe, also Reihe 2 bis 6, wiederholst du fortlaufend, bis dein Häkelstück die gewünschte Größe hat und lang genug ist. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir Bilder davon zeigst in meiner Facebook-Gruppe Crazy Wooloholica, da ist der Link. Und wenn du mehr sehen möchtest, dann findest du noch ganz viele schöne Häkelmuster in meinem Kanal. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst.